Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geartime. Heute nicht aus dem Stonehenge-Studio, sondern aus dem Geartime Homeoffice. SSL hat was Neues vorgestellt, und zwar den UC1. Das ist ein Plugin-Controller, mit dem man den SSL-Channel-Strip und den Buskompressor kontrollieren kann. Wir gucken uns das Video gleich mal zusammen an. Ich gehe ein bisschen darauf ein, gebe meine Einschätzung und quatsch einfach ein bisschen darüber. Los geht's! Moin zusammen! Heute aus dem Geartime Homeoffice und nicht aus dem Stonehenge Studio. Warum? Wie ihr vielleicht wisst, im letzten Update-Video haben wir es schon gesagt, wir bauen im Moment das Studio um. Deswegen gibt es gerade keinerlei Möglichkeiten, das Video im Studio zu drehen, aber ich wollte unbedingt ein Reaction-Video dazu machen, denn das Teil ist mega cool. Wie ihr vielleicht in einem der letzten Videos von mir schon gesehen habt, habe ich auch eine Reaction zum MP-MIDI-Controller gemacht. Das ist ein Gerät, mit dem man ebenfalls Plugins steuern kann, als Hardware. Extrem cool mit Touch-Encodern und so weiter und so fort. Und jetzt hat SSL selber einen Controller rausgebracht, mit dem man den SSL-Channel-Strip und den Buskompressor kontrollieren kann. Es wurde vor ein paar Wochen noch ein anderes Gerät vorgestellt von einem anderen Hersteller, wozu ich eigentlich auch noch ein Video machen wollte. Bei dem Gerät ging es ebenfalls darum, SSL-Channel-Strips zu steuern mit der Hardware. Warum ich dazu bisher noch kein Video gemacht habe, erkläre ich in dem letzten Studio-Update-Video. Also schaut euch das gerne mal an, wenn euch das interessiert. Vielleicht kommt dazu ja nochmal ein Video. Heute soll es aber um den UC1 gehen von SSL. Der ist aus der Reihe der DAW-Controller von SSL, die jetzt vor kurzem eingeführt wurde, zum Beispiel mit dem UF8. Das ist ein 8-Kanal-Fader-Controller quasi von SSL. Sieht auch extrem stylisch aus. Ich blende jetzt hier mal ein Bild ein. Und der UC1 ist jetzt quasi nochmal das Pendant, um dann auch den Channel-Strip von SSL und den Buskompressor selber zu kontrollieren. Extrem schicke Kiste, und wir wollen uns jetzt einmal zusammen das Video angucken. Wir schauen uns jetzt das Video zusammen an und ich gehe noch ein bisschen darauf ein, was ich sehe, und genießt es einfach. Das ist nämlich das gute Stück, und da ist der Buskompressor auch. Genau, und das Ding hat tatsächlich sogar ein eigenes VO-Meter, der Buskompressor. Ja, wie man optisch sehen kann, sind natürlich die Knobs alle auf die SSL-Konsolen und auf die Channel-Strips ausgelegt, farbig sowie von der Anordnung her. Wir haben einmal die EQ-Sektion, wir haben rechts die Kompressor-Sektion und in der Mitte natürlich dann noch den Buskompressor selber. Und was direkt auffällt, und das wird gleich auch nochmal gezeigt, ist, wir können quasi über ein kleines Display auswählen, welchen mit einem weiteren Encoder auswählen, welchen Kanal wir gerade bearbeiten wollen. So, schauen wir mal weiter rein. Genau, es geht um den Control Strip 2 von SSL, also das SSL-eigene Plugin. Soweit ich weiß, ist es aktuell nicht möglich, dass man andere Fremdanbieter-Channel-Strips, die SSL macht, zum Beispiel von Plugin Alliance oder sonst irgendwas, zu steuern. Ob das SSL noch bringen wird, keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall ein cooles Feature. Aber andererseits, wenn man den Control Strip von SSL selber hat, ist man vielleicht damit sogar schon happy, ne? Ich finde es einfach total episch, dass die auch noch diesen Buskompressor damit reingesetzt haben. Das sieht super schick aus. Genau, da ist es, wie man die Kanäle auswählt mit dem Encoder quasi. Und das ist das Buskompressor-Plugin von SSL gewesen. Genau, wir haben für das Plugin dann auch Input- und Output-Gain. Können mit dem anderen Encoder quasi steuern, ob der Buskompressor ausgewählt ist. Und so, und das ist noch ein weiteres Feature, wo ich gerne was zu sagen will. Habe ich am Anfang nicht direkt gecheckt, wie das funktioniert. Also, es gibt noch den Plugin-Mixer von SSL selber. Den sehen wir hier, aufgebaut dann quasi wie eine SSL-Konsole. Wie setzt der sich zusammen und warum braucht man den überhaupt, wenn man hat ja quasi in seiner DAW einen eigenen Mixer. Also SSL sagt selber in auch in anderen Videos, es macht Sinn, den Channel-Strip oder das Channel-Strip-Plugin in jeden Channel in der DAW zu invertieren. Das führt dazu, dass wenn wir den Plugin-Mixer von SSL aufrufen, quasi jeder Channel nochmal separat oder selbst in diesem Mischpult dargestellt wird. Und wir können dann die Parameter quasi, sei es EQ, Kompressor und so weiter, sowie natürlich auch die Lautstärken, dann auf diesem Desk kontrollieren. Das hat ein bisschen so diesen Flair, als ob man wirklich an einer analogen SSL-Konsole sitzt. Und wenn man zum Beispiel dazu noch diesen UF8 Fader-Controller oder mehrere davon hat, kann man natürlich auch noch haptisch direkt die Fader bedienen. Finde ich ein extrem spannendes Feature. Ich bin mir noch nicht sicher, wie sich das so im alltäglichen Workflow schlägt, ob man dann tatsächlich eher auf den Mixer von der DAW selber verzichtet, weil man will vielleicht ja nicht ausschließlich nur mit den SSL Channel Strip und Buskompressor arbeiten, sondern auch mit anderen Plugins. Das geht hier dann natürlich nicht, die zu insertieren, ne? Genau, auch sehr entspannt, und das finde ich eine coole Aktion, oder ist eigentlich sogar ein Muss. Das Gerät ist ziemlich teuer.
Darauf komme ich jetzt direkt mal zu sprechen. Ich glaube, es kostet 700, 750 Euro oder sowas roundabout. Und nur für den Controller. Darin inklusive ist allerdings auch die Vollversion vom Buskompressor 2 und vom Channel Strip 2. Die Plugins alleine würden meines Wissens schon 400 Euro kosten. Das heißt, wenn man diese Kosten abzieht, zahlt man für den Controller 300 oder 350 Euro, was wiederum ein fairer Deal ist. Meine ich. Jedenfalls. So, das war das Vorstellungsvideo quasi von SSL selber. Und jetzt gibt es noch ein zweites Video, wo wir auch mal nochmal drauf eingehen können. Install Setup heißt das Video, da wird aber auch super viel erklärt von SSL selber, wie das alles läuft. Wir skippen da mal ein bisschen durch. So, wir schauen uns jetzt einfach mal das Intro von der Vorstellung von SSL nochmal an dazu. Hey everyone, Andy from SSL here and thank you for joining. Die Kiste sieht schon ziemlich cool aus. Man kann die hat hinten tatsächlich auch so eine Möglichkeit, um das Ding aufrechter, also angewinkelter zu stellen. Me today as we take a look at our SSL UC1 plugin controller. In this video we're going to cover everything you need to know about UC1, the SSL native channel strip 2 and bus compressor 2 plugins it controls, as well as introducing you to the SSL plugin mixer. Genau, das ist der Plugin Mixer, über den ich auch eben schon gesprochen habe. Towards the end of sieht schon ziemlich schick aus, ne? Also das go through some of the it also allows us to focus on mixing with our ears, not our eyes. Genau, dieses Thema Mixing with your ears and not your eyes ist halt auch ein großer Punkt, der auch bei dem anderen MP-MIDI-Controller relevant ist oder generell bei den Plugin-Controllern. Weil natürlich, wenn man immer nur mit der Maus arbeitet, ist es was anderes, als wenn man haptisch irgendeinen Encoder oder irgendeinen Fader anfasst. Ne? Crucial aspects we needed to ensure with UC1 was operator confidence and muscle memory. And that's why when you look down at UC1, you see the traditional SSL rotary cat colors. The familiar SSL bus compressor meter. Das bus compressor meter ist einfach mega cool. Bus compressor you're currently working on at all times. Finally, we look to bind it all together and create a real sense of console workflow. And this gave birth to the plugin mixer. The plugin mixer is a place to view and control the channel strips and bus compressors in your session, and it's hosted in our SSL 360 software. Now, all parts of the UC1 system are synchronized, so it doesn't matter if you're getting hands-on with the hardware, mousing around in the individual plugin channel strip, or tweaking the plugin mixer. All parts talk to each other and allow you to work in the way you want to over the course of the session. Genau, das ist der Punkt. Also man kann halt sowohl mit dem Hardware-Controller alles steuern, man kann natürlich mit dem Plugin in der DAW alles steuern und man kann gleichzeitig aber auch mit dem im Plugin-Mixer in den Channels jeweils alles steuern. Also better still, if you're on the road without the hardware, then you can still take advantage of the plugins and the plugin mixer with no interruption to your session. Now, the plugin mixer supports all major DAWs, including Pro Tools, Logic Pro. Genau, alle Standard-DAWs sind da drin. Other DAWs supply, which is included in the box. Genau, hier sehen wir auch nochmal klar USB-C. Gibt auch ein USB-C auf USB-R-Kabel dabei und natürlich Strom. Und man kann die Kiste, wie ich gesagt habe, halt auch anwinkeln, ne? Dass sie aufrechter oder angewinkelter auf dem Tisch steht. Gehen wir mal auf die SSL-Webseite, da habe ich mich schon ein bisschen mal durchgelesen und es gibt da ein Bild, was mich total angefixt hat. Ich scroll direkt mal dahin. Das ist das hier. Also das sieht das Setup mit zwei UF8 Fader Controller und in der Mitte quasi als Centerpiece dann der UC1 als Controller für die Plugins ist schon extrem, extrem cool. Man muss dazu sagen, und das ist ein wichtiger Punkt, im Gegensatz zum Beispiel zu einem MP-MIDI-Controller, damit kann man ja quasi fast alle Plugins steuern. Hiermit kannst du lediglich SSL Channel Strips und Buskompressoren steuern und aktuell auch nur, wie gesagt, die SSL eigenen, also den Control Strip 2 und den Buscompressor 2. Es wäre ein mega cooles Feature, wenn man beispielsweise auch andere Fremdanbieter SSL Channel Strips, sei es von Plugin Alliance oder UAD, steuern kann. Ob dieses Feature kommt, weiß ich nicht. Ist natürlich auch eine strategische Frage, ob SSL das machen wird und ob die quasi ihre Software dafür öffnen. Das weiß ich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es vermissen würde, denn wenn ich mir die Kiste kaufe, habe ich ja automatisch schon den Control Strip 2, den Buskompressor von SSL als Plugin. Ob ich dann tatsächlich noch ein anderes SSL Channel Strip Plugin verwenden will, weiß ich gar nicht genau. Die Frage ist eher von der Philosophie her, macht es Sinn,
Inwieweit kann man fast ausschließlich mit dem Gerät arbeiten? Also macht es Sinn, quasi in jeden Kanal diesen Channel Strip reinzuladen und dann ausschließlich auch mit diesem EQ und mit dem Onboard-Kompressor vom Channel Strip zu arbeiten? Weil wir haben wahrscheinlich eine große Fülle an Plugins jeweils auf unserem Rechner drauf und haben für bestimmte Anwendungsbereiche auch unsere Lieblinge. Und wenn man dann beispielsweise auch noch mehr auf den Workflow gehen will mit dem Plugin-Mixer von SSL, sind da natürlich dann wiederum Limitierungen gesetzt. Da muss man in zwei Mixern arbeiten, einmal zum Beispiel im DAW-internen Mixer und gleichzeitig parallel vielleicht noch in dem Plugin-Mixer von SSL. Ist jetzt kein Muss, also man muss den Plugin-Mixer nicht verwenden. Ja, aber ich finde die Kiste mega spannend und ich hoffe, dass SSL uns den mal zu einem Test zur Verfügung stellen wird. Auch Whitey findet die Kiste mega cool und wären wir jetzt im Studio, hätten wir tatsächlich das Video auch wieder zusammen aufgenommen. So, das war meine Einschätzung zum SSL UC1. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Und wenn ihr noch das Glöckchen aktiviert, werdet ihr sogar benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochladen. Außerdem, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem SSL UC1? Wäre das was bei euch? Arbeitet ihr viel mit SSL Channel Strip Plugins? Und würde so ein Controller dann für euch in Frage kommen? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal!